Willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Wir versuchen, mit unserem Vater Frieden zu schließen und gemeinsam Größeres zu erreichen. Ich glaube ja, das geht nicht ganz so gut, aber mein Gott. Da unten müssen wir hin. Dann machen wir das doch mal. So, die Frage ist nur, wohin genau? Ah, hier da. Fast Travel. Gut. Da geht's hin. Und dann schauen wir mal, was wir in New York jetzt erleben werden. Bin sehr gespannt. Also, die letzte Folge hat mir richtig fett gefallen. Ja, sie war zwar mit dem Schiff ein bisschen ja, anstrengend zu steuern, aber war fett gemacht. Auch die davor war gut. Also vielleicht ändert sich ja meine Meinung über das Spiel noch ein bisschen. Ich glaube es zwar noch nicht so ganz, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, was das Spiel an sich anbelangt. So, hieran erinnert ihr euch bestimmt, in irgendeiner Folge haben wir mal versucht, hier hoch zu klettern und das Spiel hat uns ständig verarscht. Und jetzt probieren wir es gerade nochmal. Weil kann eigentlich nicht so schwer sein, hier mal hoch zu klettern. So, endlich. Da, ne? Ja. Irgendwo ist ein Trommler im Start. Naja. Die chillen da einfach nur. Da oben wäre wieder eine Page, die ich nicht unbedingt gerade brauche. Wiederum finde ich auch mal, also ich liebe ja einfach die Städte von Assassin's Creed. Ich finde ja einfach immer geil. Also egal welchem Teil. Selbst in dem hier, in dem ich so viel schon genörgelt habe über das Spiel. Zu Recht. Muss man ja einfach mal sagen. Aber Städte können sie. Nur der Hauptcharakter. Ich werde nicht warm mit Connor. Er ist einfach blöde. Okay. Hey, Dude. What's up? Ah, jetzt ist dunkel. But the soldiers themselves are told nothing now, only to await orders from above. Keep digging. Come find me when you have something worth sharing. We're so close to victory. A few more well-placed attacks and we'll be able to put an end to the civil war and be rid of the crown. What do you intend? Well, nothing at the moment, since we're completely in the dark. I thought the Templars had eyes and ears everywhere. Oh, we did. Until you started cutting them off. Your contact orders from above. It tells us exactly what we need to do. Track down the loyalist commanders. Okay, wir folgen ihm einfach mal, nehme ich an. Ja. Ist ein Stück von New York, was abgebrannt ist. New York brennt ja doch recht regelmäßig ab. Das ist ein Hund. Ja. Nice. So, das ist ein kleines Minicamp oder was auch immer das da ist. Bin mal gespannt, ob man Charles Lee gemeinsam umbringt. Oder ob Charles Lee tatsächlich nur durch unsere Hand sterben wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Soll's da hoch? Weil Haven rennt da auch hoch. Das hat sicher voll Sinn. Also hier lang. Aber wir gehen auf den Viewpoint automatisch. Cool.
Gut. Und jetzt? Ja, ziehst du dich auch mal hoch. Synchronize das jetzt automatisch, oder? Have you considered the proposal? I'm unconvinced. To reinforce them would leave New York exposed. It's hard enough maintaining order with our current numbers. Cut in half. Yet if we do not join with them, they risk defeat. And then what? Well, they should have come by sea. Talking in circles. We're nothing watching as we are. Then what do you propose we do? March in there and demand answers? Well, yes. Connor? Little help here? Leave the commanders alive, Connor. We can interrogate them. Yeah, nice, der ist schön reingelaufen, die Flinte. Gut, wir haben alle leben lassen. We'll bring them back to my quarters at Fort George and see what secrets they might share. Really? Well, you'd best get after him then. You go. I will watch the prisoners. No, you do it. Why me? Because I said so. Now go. Ja, Vater. Arsch. Toll, der ruft natürlich alle seine Kollegas. So, okay. Gut, wir hätten ihn niedergetackelt, auch wenn ich ihn eigentlich umbringen wollte. Okay, und jetzt passiert genau was? Wait, I'll tell you anything you want. Anything, only don't make me. We just have some questions for you. Cross that threshold and I'm a dead man. There you are, Connor. I was worried you might have gotten lost. Come along, then. Jetzt bin ich aber gespannt, was unser verrückter Vater jetzt bringt. Okay. Der macht nicht das, was er soll. Push Target. Na? Auf, junger Mann. Weiter geht's. Ja, wir sind sehr freundlich. Wir lernen viel von unserem Vater im Umgang mit Menschen. Mal, wird es heute noch was? Willst du denn lang? Da ist der Eingang, da sollst du hin. Sag mal, wird es jetzt heute noch was? Ich richte eine Waffe auf dich. Vor allem, ich will ja meinen Rope Dart wieder zurück. Also ich glaube jetzt, dass wir in der Sequenz jetzt lernen, wie scheiße unser Vater endgültig ist. Und ja, fassen wir den Entschluss, ihn umzubringen.
Auf eine sehr primitive Art und Weise macht das Spaß. Na du? What are the British planning? To march from Philadelphia. That city's finished. New York's the key. They'll double our numbers. Push back the rebels. When do they begin? 2 days from now. June 18th. I must warn Washington. You see? That wasn't so very difficult now, was it? I've told you everything. Now let me go. Of course. The other two said the same. It must be true. You killed him. You killed all of them. Why? They'd have warned the loyalists. You could have held them until the fight was done. What? And waste precious time and money on their care? What would be the point? They'd given up everything they knew. I'll meet you at Valley Forge. Ja, nettes Kerlchen. So, aber jetzt will ich erstmal wieder meinen Rope Dart wieder. Toll. Ich muss irgendwie gucken, dass ich wieder Aufmerksamkeit reduziere. Ich habe zu viel davon. You the one they sent? Where you been? Anyway, was hat er vor? I know who the traitors are. They've got lists of all the Patriot leaders in the area. If they hand them over to the Redcoats, the rebellion is finished in this part of the city. You need to find a way to switch these fake ones for the real thing. Hä? Okay. Patriots are chasing me! Ah, oh, jetzt geht da einer was drauf. Ich hasse diese Nebenmission. Ach, bringt mich um. Komm. Macht ja keinen Sinn. Sag mal, warum kann ich den denn jetzt nicht umbringen? Da rennt Gold rum. Nee, das ist ein Verkaufsladen, okay. Na gut. Das hat sich nicht groß irgendwas getan. Wieder die Nebenmission verkackt. Ich weiß nicht, diese Nebenmission, die sind seltsam. The rebellion in this area is finished. Ja, dann sind sie halt finished. Oh, einer hat uns erkannt. War das ein Türmchen? Das Türmchen machen wir zum Abschluss der Folge noch. Das machen wir zum Abschluss der Folge. So. Ja. Daneben geht's hoch. Sehr schön. Ah, wäre sicher sinnvoller gegangen. Auf den Hahn. Synchronize. Ah, dann schöner Flug zum Ende der Folge. Also, tschüss, macht's gut. Bis denne.